Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir sind hier an den Sümpfen stehen geblieben bei der letzten Folge. Es kam gerade ein Update rein, beziehungsweise auch ein Hinweis auf dem Update, was alles gemacht wurde, sind wohl ein ganz paar Bugs, Fehler, Abstürze und so weiter behoben wurden. Das ist immer gut. Aber dafür hat es jetzt am Anfang mal wieder ein bisschen geleckt. So, lass die Brücke des Außenpostens herab, damit der Konvoi den Steinbruch betreten kann. Machen wir doch glatt, hier warten unsere Homies. Wir gucken mal. Das war One-Hit. Ach, ich liebe dieses Scharfschützengewehr. Ich habe es in der letzten Folge schon 1 Million Mal gesagt und ich werde es auch noch 1 Million Mal weiterhin sagen. Ah, das Ding ist doch geil. Am Anfang dachte ich mir, nee, irgendwie ist es das nicht. Ich mag lieber diese One-Shot-Dinger, die dafür halt dann aber, keine Ahnung, 3, 4, 5.000 Schaden reinballern. Aber mittlerweile habe ich mich echt gut angefreundet. Damit vor allem muss man halt auch nicht direkt wechseln, sobald mein Gegner ein Stückchen näher kommt. Man kann halt trotzdem noch draufhalten. Irgendwas lebt noch. Dachten wir, wir schießen erstmal das an. Vielleicht trifft's ja. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Wo sind sie denn? Anscheinend noch relativ weit hinten. Ich guck mal ganz kurz hier rum. Aber ich sehe erstmal nichts weiter. Keine Kiste versteckt. Nö. Hier hinten haben wir bloß einen Flaggenpunkt. Können wir gleich nochmal Muni auffüllen und dann schauen wir mal, wo der Rest sich versteckt hat. Ja, der buggt. Cool, ist tatsächlich aber auch das erste Mal. Geh mal kurz Menü wieder raus. Nö. Ja, ist doch schön. Es kommt ein Update mit Fehlerbehebung und wir starten das Spiel und es fängt erstmal ohne Ende an zu laggen. Wow. Uiuiui. Das ist ja aber schon. Hallo. So dolle hatten wir es lange nicht. Ganz am Anfang in den ersten Folgen war es halt noch ein bisschen laggy. Da habe ich es verstanden, zwecks den Servern. Meine, kann natürlich auch sein, dass jetzt einfach mal ein bisschen Überlastung da ist. Aber dass hier gleich dieser erste Flaggenpunkt backt, ist natürlich nicht ganz so schön. So, es werden immer mehr. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe kaum Fähigkeiten benutzt für die Kleinen hier. Dafür kriegt der Große jetzt alles ab. Man muss halt eigentlich nur gut ausweichen. Wenn das einer ist, ist das komplett simpel. Sobald es zwei oder mehr werden, wird es eklig. Es hört gar nicht auf. Ah, die Weltstufe 7 hält sich doch relativ lange, ne? Wir müssen das Vieh da wegkriegen. Ach, geht mir doch mal nicht auf die Nerven hier. Ich muss mich um das Flugvieh kümmern. Ja, das da oben nehme ich. Au, au, au. So, jetzt aber. Ah, ihr seht's. Wenn das Vieh einmal reinhittet. Na gut, wir wurden gerade auch noch hier ein bisschen belagert. Aber trotzdem, jetzt haben wir's. Ein Glück. Aber diese Flugviecher sind schon der absolute Hass. Wie treffen wir das nicht? Doch, jetzt haben wir es getroffen, hat aber nichts gebracht. Dachte eigentlich dahinter noch einen gesehen zu haben. Da kommen sie doch. Ach Mist. Ich dachte, wir können ihn ein zweites Mal einsetzen, aber ich glaube, das Ausrüstungsteil habe ich nicht mehr. Eine Brutmudi. Druckwelle. Nicht so schön. Ah, jetzt müssen wir die gute Munition hier verschwenden. Die guten Lava-Geschosse. Wenn hier noch so ein kleiner ankommt. Au, au, ah, ja, das, ja, war doof von mir. Gebe ich zu. Durchlöchern. Au, ich bin doch weggesprungen. Wie viele noch? Au, au. Jetzt wird's aber eklig hier. Jetzt dürfen wir uns nicht nochmal treffen lassen.
Da sollten wir eventuell doch vorher mal wieder ein bisschen Schaden verteilen. Berührung der Mutter. Nein, er kommt wieder damit. Ah, wir haben's. Ja. Und brennen. Asche-Effekt. Alles drauf. Jetzt kommen wir noch so eine Kleine wieder an. Gibt's doch nicht. Die Mutti hat ihre Kinder gerufen. Ah, wir werden es schon gleich haben. Was haben wir? Bodenstacheln. Kein Problem. Durch Löchern müssen wir halt im richtigen Zeitpunkt springen. Ja, dann schaffen wir das auch. Wenn es noch so ein Giftiger. Der soll sich bloß verpissen. So, und wir haben die Mutti bald. Was haben wir jetzt? Dickes Fell. Gibt, glaube ich, nur Rüstung. Wieder durchlöchern. Ah, schnell weg. Nein, jetzt kommt da hinten noch so ein scheiß Insekt. Ich fasse es nicht. Oh, au, au. Ach, wir hängen hier. Ging gar nicht weiter. Okay. Da sind wir gerade ein bisschen zu viele. Das Vieh muss... Au, au, au. Das war schlecht. Das war äußerst schlecht. Wir machen jetzt erstmal die Mutti tot. Jetzt haben wir sie. Au. Ihr seht's, ne, wie das reinpfeffert. Wenn ihr dann noch 2, 3 von denen habt und noch ein bisschen höhere Weltstufe, glaubt mir, dann ist das wirklich der absolute Hass. So, was gab's? Ein blauer Loot, eine bessere Jacke, eine seltene Pumpgun. Die Straße ist frei. Was jetzt? Das ist der Weg in den Steinbruch. Du musst irgendwie das Tor aufkriegen. Mach ich. Haben wir doch komplettes Magazin verballert mit unserem Sturmgewehr. Mal schauen, vielleicht geht's ja jetzt. Was gab's hier noch? Ein paar Stiefelchen. Auch nicht schlecht. So, geht es jetzt? Ja, jetzt geht's. Hat vielleicht nicht gebackt. Man muss eventuell erst vorher alle Gegner im Gebiet erledigen. Keine Ahnung, ob das schon immer so war. Meistens haben wir die Dinger gefunden und haben danach erst... Wir sind danach erst auf Gegner gestoßen. Wir haben noch ein Sammelobjekt. Ausnahmezustand. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Dass die ganzen Sachen, die man findet, dass die Texte viel zu lang sind. Also es steckt viel Arbeit drin und wenn man sich alles durchliest, wird man bestimmt echt bis ins Detail alles erfahren. Finde ich prinzipiell ja nicht schlecht, aber die Texte sind einfach so lang. Da hat einfach niemand Lust drauf, sich das durchzulesen, ne? Also ich zumindest nicht und auch niemanden, den ich kenne, liest sich das durch, sondern es wird halt alles eingesammelt, damit man irgendwann mal sagen kann, man hat halt alles, aber... Das finde ich ein bisschen schade, wenn das kürzere Notizen wären, kurz und knapp gehalten. So 2, 3 Sätze, wo man ein bisschen was übers Spiel erfährt. Dann hätte das mehr Wert als... so viel. Aber vielleicht gibt es da draußen ja auch ganz viele begeisterte Geschichtenleser oder was auch immer, die sich das wirklich alles komplett reinziehen. Aber für mich ist das definitiv nichts. So, wir müssen mal schauen. Hier ist eine Kiste. Hab doch was blau blinken gesehen. Grüner Loot und noch eine blaue Pistole. Wir können mal ganz kurz ins Inventar schauen. Pistole würde ich eh mal hier die hier nehmen. Ich benutze die sowieso nicht, aber Waffenstärke... treibt es natürlich ein bisschen höher. Obwohl sich die wechselt, sobald wir die Waffe wechseln. Also bringt es vielleicht auch nichts. Wir haben hier die 777er. Wir haben mittlerweile... Maschinenpistole bin ich nicht so der Freund von. Und hier haben wir auch ein automatisches. Killshots stellen bei Verbündeten im Umkreis von 5 Metern um das Ziel. Ja, bei Verbündeten bringt nicht viel, wenn wir Solo zocken. Dann lasse ich doch lieber erstmal die drin. Wir haben hier Lavageschosse drauf mit einem Waffenbonus von 50%. Brandbombe nutzen wir nicht, erhöht den Schaden der von Asche betroffenen Gegnern um 20. Überhitzung jeder blablabla. Okay. Ich würde jetzt trotzdem erstmal den Helm ausrüsten. Wir können uns ja später diese Fähigkeit hier draufziehen. Hier haben wir auch Lavageschosse und wenn mein Leben runtergeht, kriege ich Schild.
Aschedetonation nutzen wir aktuell nicht. Zehrendes Feuer gibt mehr Lebensentzug. Es wäre gar nicht so verkehrt. Aber ich lasse es mal noch. Und Schuhe haben wir was Besseres bekommen. Wir haben hier die Reichweite höher. Selber Skill drauf. Und noch was für die Verbündeten. Gut, ist jetzt nicht das Beste, aber es ist lila. Hat mehr Rüstung und wir haben denselben Skill. Den anderen können wir ja immer noch verändern. So. Müssen wir jetzt hier runter? Ging es hier oben noch irgendwo lang? Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Nee, das war nur der Eingang, die Tür. Alles klar. Das klingt doch schon wieder ganz stark nach Gegnern. Und noch eine Kiste. Cool. Hä? Aber wie kommen wir da hin? Ich hätte gern die Kiste. Ah, vielleicht müssen wir... Okay. Macht Sinn. Was Gutes dabei? Was ist denn das? Normales Gewehr. Das geht nicht auf. Naja. Alles für den Verkauf gedacht. Gibt alles Schrott. Okay, wir können nicht zu tief fallen im Spiel. Hoffe ich zumindest. Die Höhe hier war anscheinend noch nicht ausreichend. Hä, wo kam er denn her? Ganz viele kleine. Das sind mir echt immer noch die liebsten. Kann einfach schön draufballern. Jetzt brauchen wir mal eine Hitzewelle. Den gibt es nämlich hitzefrei für die Kleinen hier. Wenn wir später mal noch Waffen mit richtig großem Magazin haben, so eine leichte Maschinengewehre und sowas in die Richtung, dann macht das mit diesem Lavageschoss, mit der Lavageschossfähigkeit alles auch noch ein bisschen mehr Sinn. Einerseits gibt es Fähigkeiten auf den Ausrüstungsteilen, die da einfach nochmal ein weiteres Magazin gönnen, also sprich zweimal. Und wenn man dann noch ein Maschinengewehr in der Hand hat mit 120 Schuss, dann kann man halt direkt 240... aua! Kann man halt einfach mal direkt 240 von den Lavageschossen rausschießen. Mit ein einzigen Mal Fähigkeit nutzen. Dann ist das natürlich nochmal deutlich eine Nummer besser. Was macht der? Dickes Fell. In der Zeit kriegen wir einen Tod. Jetzt bist du noch an der Reihe. Jetzt aktuell nehmen wir die Lavageschosse. Haben halt 30 Schuss und müssen wieder warten, bis das Ganze abgeklungen ist. War ja noch was? Nö. Also sprich, das wird im Laufe des Spiels noch ein bisschen effektiver. Wir machen den Weg frei. Was war denn das für eine Firma, mit die damit immer geworben haben? Irgendeine Versicherung, glaube ich. Alter Schwede, der hat jetzt aber gut reingepfeffert hier. Ach, ist das schön. Die brennen schön. Der hat der Asche-Effekt noch auf sich drauf. Und innerhalb von ein paar Sekunden hat es sich erledigt für den Guten. Wo kommt hier runter? Hier vorne. Was müssen wir denn? Wir müssen immer noch die Brücke herablassen. Ich denke mal, hier im Gebäude wird dann der Schalter dafür sein, oder... Vorrichtung. Und dann kommt unser Konvoi endlich wieder ein Stück weiter. Wie sie einfach alle nacheinander antänzeln. Ist das nicht schön? Wenn alle Gegner so easy drauf wären, würde das Spiel keinen Spaß machen, weil es wäre zu leicht. Trifft das? Ja, trifft. Komm, wir stellen uns mal hier oben hin, dann geht's ein bisschen schneller. Komm, ja, noch mehr. Wir haben noch einen Alpha. Da. Ah.
Er hat einfach gar keine Chance mehr gegen uns. Hält er fast dieser Giftige genauso viel aus. Nicht ganz, aber ähnlich. So, grünen Loot gab's. Und einer noch. Einer traut sich noch. Noch ein Giftiger. Und da haben wir es. So, jetzt müssen wir doch hoffentlich mal die Brücke runterlassen können. Ach, immer noch nicht. Mir unendlich viele nach, oder was? Ist doch gut. Immer noch nicht. Ich glaube, die finden das echt nicht so geil, dass wir hier in den ihr Revier eingedrungen sind. Da drüben habe ich was. Ah, es kommen immer mehr. Wir haben es. Die Kiste habe ich von da drüben schon gesehen. Die nehmen wir noch mit. Wir haben nochmal ein Sturmgewehr und eine Hose. Der Loot verbessert sich langsam. Und hier ist die Vorrichtung. Du kannst losfahren. Ja, die fährt doch gar nicht runter. Ah, kommt jetzt. Du willst zu Fuß durchs Minenfeld zurück? Besser als euer kleiner Ausflug. Viel Spaß noch beim Sterben. Ich hab's. Der Steinbruch. Ich weiß jetzt, wie wir lebend durchkommen. Wir müssen den Truck etwas modifizieren. Du lässt die Finger vom Truck. Wir müssen den Innenraum versiegeln. Mit Lithiumperchlorat, um Sauerstoff zu erzeugen. Mit Eisenpulver und Lithiumhydroxid, um CO2 zu binden. Klartext bitte. Der Truck wird sein wie eine Blase. Drin sind wir sicher, solange wir Lithium haben, um Sauerstoff zu erzeugen. Das verschafft uns Zeit, um die Quelle des Signals zu ordnen. Soll ich das Lithium vielleicht aus meinem scheiß Arsch zaubern, wenn der Vorrat ausgeht? Ich komme auch ohne blöde Sprüche klar. Die einzige Lithiumquelle auf Enoch sind alte Batterien von der Erde. Die meisten wurden schon vor langer Zeit ausgeschlachtet, aber das Tagebaugebiet war jahrelang unzugänglich. Und hier liegen bestimmt noch welche rum. Es ist ganz einfach. Finden wir die Akkus, überleben wir. Wird ja immer besser. Kommt schon. Akkus zum Überleben. Okay, alles klar. Also er möchte das, den Truck sozusagen sichern, dass wir hier sicher durchkommen. Wir haben noch eine Notiz. Wir schaffen es. Ihre Visionen. Na, mal gucken, ob die sich bewahrheiten oder nicht. Wir sind wieder an einem neuen Punkt angekommen. Wir sind jetzt hier im Steinbruch. Hier haben wir das Camp. Das können wir jetzt alles noch in Zukunft erkunden. Ich würde jetzt erst nochmal eben ins Inventar schauen. Gucken mal, jetzt haben wir hier endlich was Lilanes gehabt. Mit Lava geschossen. Jetzt kommt wieder was Besseres mit Aschedetonation und verzehrendes Feuer. Kann beides weg. Hose, Überhitzung, erhöht den Schaden bei Gegnern, Überhitzung haben wir aber auch nicht. Oder ist das Überhitzung? Ne, verzerrendes Feuer, Hitzewelle, genau. Wir eigentlich, wir haben diesen Strahl, das müssen wir auch alles mal noch ausprobieren. Machen wir dann in den nächsten Folgen. So, Hose, Lavageschosse und hier Überhitzung. Das hatten wir gerade, das nicht. Hier ist nichts besser geworden, aber wir haben ein besseres Sturmgewehr. Killshots stellen 241 Lebenspunkte wieder her, ist natürlich ziemlich geil. 40er Magazin. Ähnlich wie bei dem. Ach ja. Das ist halt cool, was hier alles drauf ist, ne? Ich würde mal lieber gucken, ob wir eventuell von der das Item-Level höher kriegen. Dass sich auch die Waffenstärke verbessert. Wo haben wir denn den Doktor? Hier hinten ist er. Ja, die zwei Fähigkeiten, die drauf sind, sind halt schon nicht verkehrt, ne? Hier ist sie. Wenn wir sagen, Stufenaufstieg, kostet uns das 13 von den Dingern. Wir haben 138. Dafür kriegen wir die auf 867, auf 988,
2014 hoch. Eine geht noch, dann sind wir auf unserer maximalen Itemstufe. Machen wir. Hat zwar eine Menge gekostet, aber ich finde das Ding einfach zu geil. Und gerade mit diesen beiden Fähigkeiten möchte ich nicht aufgeben. Haben wir noch irgendwo was zum Verkaufen? Sehe ich gerade nicht wirklich. Bei der können wir nichts verklingeln. Ich glaube, hier ist kein Händler. Also würde ich sagen, wir machen erstmal Schluss an der Stelle hier. Und gucken dann mal nächste Folge, dass wir den ganzen Spaß alles verkaufen. Und mal schauen, ob wir Lithium finden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.